Hallo, wie geht's denn so? Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Lego Star Wars die Skywalker Saga. Wir befinden uns hier im freien Spiel. Immer noch. Wir haben Episode 6 abgeschlossen, die Originaltrilogie. Und jetzt rennen wir durch die... Ne, draußen war das, ne? Jetzt rennen wir durch die Galaxis, um einige Steine zu sammeln, einige Quests zu machen. Ich bin hier auf Naboo, auf Feed, in Feed. Und habe mich hier mal umgeschaut. Hier gibt es einen... Ich soll vielleicht mal meinen Fernseher leiser machen, damit man keinen Echo hört. Und ja, wir sind jetzt hier und suchen nach Steinen, ne? Ich gehe jetzt mal durch einige der Planeten hier durch, einfach nur um die fehlenden Steine, die ich vorher nicht sammeln konnte, mit meinen Schrottsammlern einzusammeln, ne? Boom. Da können wir zum Beispiel hin, ne? Ich nehme an, ich brauche... Ihr müsst ja übel dran sein, wenn ihr einen alten Mann wie mich braucht. Ich bin alt. Und ja... Ah, wir rennen so ein bisschen jetzt hier durch die Galaxie, jetzt versuchen ja alles Mögliche noch zu finden. Und ja, ihr werdet live dabei sein. Also nicht live, weil das ist ja alles schon aufgenommen, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Und ja, weiß nicht, ich habe mal hier mit meiner Bu angefangen. Wir gehen halt hier mal so nach, was wir alles, so wie wir das hier immer noch nicht. So wie wir die Planeten entdeckt haben, hier mal ganz kurz durch und rennen hier mal und sammeln alle möglichen Steine, die uns noch fehlen, ein, die wir noch einsammeln können. Ich bin mal zu diesem einen See gegangen, hier zu dem Pangor See oder wie auch immer das heißt, ne, und hab da mal geguckt, weil da fehlt mir auch ein Stein, ne, aber ich bin da zu dem See hingegangen und da war kein Stein. Kein Stein war da. Also ja, da fehlt mir noch einer, aber da wird mir nirgends was angezeigt, deswegen, ja, weiß ich nicht. Na wo? Na hoch. Nun ja, das scheint ja schon wieder alles zu sein auf Naboo, also sind wir ja fertig. Also ja, so wird das hier, glaube ich, für diesen Part hier gerade ablaufen, ne? Wir rennen hier durch so die ganzen Dinger hier, durch die ganzen Welten und gucken uns hier mal um. Hier fehlt mir ein Stein, das ist das Einzige, was mir hier fehlt, aber... Oder zählt das auch hierzu? Oh, da ist auch noch ein Stein, sehe ich gerade. Lass mal da hingehen. Ich muss aber erst zum See hingehen, ne? Ich glaube, ich weiß nicht. Und ja, ja, ich schleppe noch irgendjemanden hinter mir her. Ich weiß gar nicht mehr, was für eine Quest das hier zusammenhängt. Habe ich das nicht schon gemacht? Und ja, wir suchen und wir gucken mal hier, was wir noch so finden, ne? Ich nehme an, der Stein wird mir ja noch nicht angezeigt, einfach nur, weil ich noch nicht in der Story irgendwie weit genug bin. Oder vielleicht muss ich noch eine Nebenquest vorher machen, um das hier freizuschalten. Ich weiß es nicht. Irgendwas fehlt mir aber anscheinend. Deswegen... voll aus der Puste. Deswegen suchen wir halt nur die Sachen, die wir im Moment finden können, ne? Und gucken da mal... Genau, hier muss ich irgendwo hingleiten. Wie viele fehlen mir hier? Einer. Oh, das hat eins, was mir noch fehlt. Okay, cool. Wir sind hier ein kleines Erfolgserlebnis. Ich weiß, ich brauche einen Schrottsammler, um dahin zu gleiten, ne? Weil da irgendwo war so ein Ding zum Gleiten. Ich glaube hier oben, ne? Das ist halt jetzt nur dafür, damit ich hier einige Orte schon mal komplett abschließen kann. Und einfach nur fertig bin an einigen Orten und ich mir so denken kann, so, okay, da muss ich nicht mehr hin, das habe ich erledigt. So, hier war das genau. Ach, ich muss dazu ja Liane, nehme ich mal an, ne? So, Gleiter. Da ist ein Jetpack. Oh Mann. Okay. Oh Gott, komme ich da hin? Nein, ich habe...
Ich habe gedrückt gehalten, aber es ist nicht gebracht. Also ja. Ich nehme an, ich muss dir da im Sprung nochmal X drücken. Ne? Hier ist das nicht. Also, ja, mit dem Gleiten ist irgendwie nicht so einfach hier in dem Spiel. Das ist sehr komisch. Aber das kriegen wir schon hin, ne? Ich werde mich jetzt hier nicht durch diesen einen Stein hier aufhalten lassen, ne? So. So, hier muss ich noch gedrückt halten, ne? So. Ja, mal so hoch wie möglich, ne? Oh ja, das ja. Machen die da drin? Oh mein Gott, das ist. Ich mir jetzt hier nicht so auf den Nerven, Kollege. Sag mir jetzt nicht, ich muss hier irgendwie die richtige Höhe oder irgendwie so sein. Wo ist denn der Eingang? Ich würde halt gern so noch unter 10 Minuten erledigen, ne? Wenn es geht. Okay. So, ich soll vielleicht mal Doppelsprung vorher einsetzen, ne? Wäre vielleicht auch nicht schlecht. So, wie mache ich das jetzt hier? Oh mein Gott, ich dachte, ich habe einen Doppelsprung noch. Ich weiß nicht, ob ich hier gedrückt halten muss oder nicht. Ach, wo ist denn das jetzt? Kann ich nicht einfach mich da hoch irgendwie mit der Liane? Muss ich extra da oben hingehen? Was hat Ding da? Komm ich doch einfach hier. Da, jetzt habe ich habe schon wieder gedrückt gehalten, hat nicht gemacht. Also muss ich jetzt gedrückt halten oder nicht? So, oh mein Gott. Über der Stadt, yeah. Und irgendwann geht das Ding wohl kaputt anscheinend. So, haben wir das. Sind wir hier fertig. Raus aus Naboo. Der nächste halt war Tatooine, ne? Da gibt es bestimmt auch noch einige Sachen, ne? Mos Espa, Mos Eisley. Was war noch mal? Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher war hier. Ich war der erste. Hier haben wir noch 7 Charaktere. Lass mal da eingehen. Ein paar Charaktere freischalten und so, ne? Komm mit mir. Aber gut, haben wir schon mal Otto Gunga hier abgeschlossen. So komplett abgeschlossen, ne? Sammeln wir mal hier so. Okay, wir sind hier Episode 4. Wir werden sich ja wohl einige Quests finden lassen dann, ne? So, hier fehlen noch eine Menge Steine, sehe ich gerade. Okay, wo ist das erste? Da ist einer. Okay. Ja, genau, da war irgendwie so ein Turm, den ich hochklettern musste, ne? Ich erinnere mich. Den kann man ja mal hochklettern, wenn es geht, ne? Oh, perfekt. Web. Was ist denn da los? Okay. War eine Quest. Ich weiß es nicht. So, ich will mal hier hingehen. Ich brauche erstmal jemanden, der. Ich habe mir mal hier so Charaktere ausgesucht, die ich mal spielen will, ne? Von jeder Klasse. Ich habe die mal offscreen so angeordnet und anscheinend jedes Mal, wenn ich irgendwie freispielen neu beende und solange ich die Charaktere nicht ändere, bleiben die auch immer so, was gut ist. Ich dachte nämlich, das wird sich die ganze Zeit immer ändern, ne? So die Reihenfolge und so meine Reihenfolge so festzulegen wird überhaupt nichts bringen, aber ne, scheint sich mal wieder zu resetten.
Also ja, ich habe mir mal so Charaktere ausgesucht, die ich hier für jede Klasse benutzen will, ne? Und die jedes Mal, wenn ich ein neues Spiel irgendwie, wenn ich ein neues freies Spiel oder so auswähle, dann werden die mal wieder resettet, was gut ist. So, hier bin ich schon mal ein bisschen hingegangen, glaube ich, ne? Ach komm. Meine Güte. Fehlt na, Ding ist gar nicht da. Sie sagt, da könnte was da runterkommen. Ja, und nun? Kann ich meinen Charakter hier wechseln? Nö. Okay. Oh mein Gott. Das ist auch noch ein, das ist ein Rennen. Okay. War ich da schon? Ah nee, da musste ich genau, da musste ich irgendwie ein Gleit haben, ne, was ich nicht hatte. So. So, dann spiele ich ein Jedi, so wie mein Vater vor mir. Okay. Brauche ich einen Jedi hier? Ich weiß ja nicht, was mich hier oben noch so erwartet. Gott. Ja, Kollege, du musst auch schon. Boah. Du musst dich auch schon irgendwie da dran ziehen, ne? Weil das Spiel tut sich so ein bisschen immer so an die Dinger dran ziehen. Oh mein Gott. Kann ich mal eine Abkürzung also freischalten? Das ist voll nervig. Hier. Sieht irgendwie so aus, als könnten hier so Plattformen oder so rauskommen. Aber irgendwie ist hier. Alter! Gibt's doch hier nicht, Mann. So, jetzt gut. Hey. Plattforming ist ja nicht so einfach in diesem Spiel. Einfach nur, weil die Steuerung irgendwie so komisch ist. Da, ich werde immer sofort irgendwie an diese Dinger herangezogen. Der hat schon wieder beinahe nicht einen Doppelsprung gemacht. Ja. Weißt du, da wird ja automatisch angezielt, ne? Aber wenn ich diese Dinger drauf bin, nicht. So. Kann ich irgendwie abkürzen? So. Ich glaube gar nicht, dass ich den Sprung schaffe. Was zum? Der tut sich da nicht dran ziehen. Boah. Ich bin genau dahin gelaufen. Boah. Also hier ist überall X, ne? Das zieht sich automatisch so daran, wenn ich dahin gehe, ne? Aber wenn ich hier so springe. Boah, ey. Das gibt's doch jetzt einfach nicht, Mann. Komm schon, mach hin. Das dauert ganz schön lange, immer wieder da hoch zu klettern, okay? Was ist das Ding überhaupt? Ist das irgendwas aktiviert da? Nee. Da, ja, der tut sich manchmal nicht irgendwie da ranziehen. Weißt du, das Spiel tut immer so automatisch ein, irgendwie an diese Dinger heranzieht, aber manchmal macht er das nicht. Diese Kacke, diese Dinger. Was ist da eigentlich auf der rechten Seite? Kann ich da nicht irgendwie so rüber? So. Was ist hier noch?
möchte über da eingehen. Ja. Schon wieder diese Dinger. Ich hier richtig? Halt. Nein, geht da nicht hoch. So, ranziehen. Oh mein Gott. Warte mal, hier ist doch gar nichts mehr. War ich hier schon oben? Boah. Ich bin schon mal, ich war ja noch nicht. Alter. Hey, dieses Spiel gerade. Ich dachte, ich war da oben noch gar nicht. Boah. Boah. Okay, was ist da oben? Wer bist du? Was für eine Tortur. Ein goldenes Schiff zu fliegen ist auf Tatooine auch nicht einfacher als auf Bespin. Ich sollte wohl einen Mechaniker anheuern. Ach, du bist der von dem Schiff. Wo sind die Schlüssel? Ich hole mir die Schlüssel. Na, oh, okay. Einfach so. Er kam aus den Wolken. Ein ein böser Mann wie vom Himmel. Ah, ist meine absoluten Lieblingsintros von jedem Videospiel von Skull Monkeys. So, wir ignorieren jetzt mal, dass ich hier wieder, weil nicht 5 Minuten, 6, 7 Minuten hier verschwendet habe. Und boah, wo bist du, blödes Viech? So. Das hat mir gut getan. Okay. Ich könnte schwören, wir waren noch nicht da oben, Mann. So, ist das eine Quest oder so? Ich rede schon gar nicht mehr mit den Leuten hier. Geben mir ja nur Gerichte, die mir sowieso nichts bringen. Boah. Ah! So, machen wir den hier. Oh, ich treffe mich selber. So. Wir kommen voran. Eins haben wir. Ein Schiff haben wir auch. Irgendwie sehe ich ja keine Quest oder so. Doch, hier ist eine Quest. Hey, der geht, ey. Ich hasse diese Viecher. So, ey. Habt ihr den flüchtigen Rancor werden? Wieso dieser Kopfgeldjäger-Druide? Stark schwitzender Mann. Er ist während des Chaos in Jabba's Palast geflohen und ich wurde angewiesen, ihn einzufangen. Ah ja, den Typen. Er heißt Malakili. Ich habe ihn bis hierher verfolgt. Ja, genau, wusste ich. Den gibt's auch, der spielbar in Star Wars Demolition. Wenn ihr mir helft, teile ich die Belohnung mit euch. Jemand muss diesen schwitzenden Hornochsen Malakili gesehen haben. Sprecht mit den Leuten hier und findet einen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort. Dann informiert mich. Alles klar, mache ich. Dich habe ich, glaube ich, als Charakter. Ne? Grüne Ernte. So. Gut. Da haben wir eine Quest. Sehr gut. Obwohl, hier sind noch 6 andere Charaktere. Das heißt, hier sind noch 6 Quests. Das ist schon ein bisschen krass, ne? Uck, uck. Uck, uck. Oh, er wird das alles sein. Oh, warte. Habt ihr Renko Werther gesagt? Oh nein, den habe ich nicht gesehen. Okay. Ey, yo. Stimmt, ich brauche ja gar nicht mehr C3PO. Ich kann mit jenen jetzt hier reden, ne? In der Kantine. Nein, mit euch nicht. Jo.
Sicher, dieser Ranko-Typ war hier, hat sich die Augen aus dem Leib geheult. Einer der Einheimischen musste sich das alles anhören. Der Typ, der im Markt stand, bei der Königin Witwe betreibt. Stimmt, für diese Typen muss ich ja irgendwie so Instrumente sammeln, ne? Stimmt. Ich kann so. Gibt's auch so eine Quest? Hey! Machst du Party, aber ich mache heute Party. So, wo ist das hier? Machen wir die Kamera gerade so. Hey. Ja, ich habe neulich in der Kantine mit einem Typ gesprochen, der mal den Ranko besaß. Irgendwo sehr an dem Biest. Er hat gesagt, er will hier ein Restaurant öffnen. Ranko Steak. Naja, das gab es also eine Szene in Episode 6, ne, wo der am Bein war, als sein Ranko gestorben ist, ne? Weil der Besitzer, der. Wie nennt man so was nochmal? Hier, so ein der Züchter, ne, nicht der Züchter. Malakili sucht ihr? Er ist der Chef dieses Frau Tür. Wir haben noch nicht geöffnet. Warum kommt ihr nicht später wieder? Dann wird er sicher gerne mit euch reden. Aber ich wollte sagen, er kommt jetzt bestimmt so, ey. Ist auch einer der bekanntesten Kopfgeldjäger, ne? Dieser Druide. Da ist dieser Deserteur und Verkauf des Heers. Den Witz könnt ihr euch selbst zusammenreihen. Los, fangen wir ihn. Deserteur und Desert. Alles klar. Ja, was geht? Willkommen im Restaurant Chris Kalmont. Darf ich eine Bestellung aufnehmen? Bestellung entgegennehmen. Ihr habt Befehle entgegenzunehmen. Und zwar ausschließlich die von Jabba. Aber Jabba ist doch tot. Mit mir, Deserteur. Aber Jabbas Barke ist explodiert. Mit ihm drauf. Ich nahm an, dass damit meine Anstellung bei ihm beendet war. Moment. Neuberechnung wird durchgeführt. Wenn Jabba nicht mehr ist, wer bezahlt mich dann für meine fantastische Kopfgeldjägerei? Ich kann dir ein kostenloses Tattoo-Rap geben? Köstlich. Wusstet ihr davon? Wenn Jabba nicht mehr ist, muss Malakili nicht mehr gefangen werden. Soll er ruhig seine Tatos braten? Ihr habt mir bei meiner Aufgabe geholfen, aber leider gab es keine Belohnung. Lasst mich stattdessen meine Unterstützung bei künftigen Aufgaben anbieten. Habe ich ihn nicht schon? Ich meine, er war ein DLC-Charakter. Jetzt kommt er als eine Quest rüber, ist klar. Ja, anscheinend nicht. So, hier. EG11. Okay, was ist der Unterschied? Ich dachte, er wäre der eigentlich gewesen. Nein, da wollte ich nicht. Oh Gott, wen habe ich jetzt hier wieder ausgewechselt? Niemanden, ne? Info wollte ich eigentlich. Der EG, er wurde nur für einen einzigen Zweck, und da muss er sehr selbstverständlich. Okay. Wer ist unser Team? Okay, keine Ahnung. Warte mal hier. Ich muss ja irgendwas kaputt machen und zusammenbauen, ne? Pass auf. Das halte ich von einem Restaurant. Kein Service für dich. Ich höre so ein Wort am Glänzen. Vielleicht muss ich eine Quest machen, ich weiß es nicht. Im Restaurant Chris Kalmont. Tatooines neuestes Fleischweiß-Look. Hey, dich kenne ich. Von damals in Jabbas Palast. Ich denke nicht gerne an den Palast. Ich meinen geliebten Ranko Caesar verloren.
Und das ist Vergangenheit. Jetzt betreibe ich dieses fleischfreie und bestienfreundliche Restaurant. Aber auf Tatooine ist es schon genügend. Die Gäste noch gerade die Tür ein. Sieht aus, als wärt ihr gut herumgekommen. Könnt ihr mir interessantes Grünzeug bringen? Ja, Harry. Vielen Dank. Ich gebe dir mehr von dem Grünzeug. Es wäre eine große Hilfe, wenn ihr mir eine große Menge Schackwurzel von Naboo bringen würdet. Oh, und ein paar Chintaks. Die gibt es auf Kashyyyk. Ich werde jetzt nicht einen Abstecher extra nach Naboo machen wieder. Kannst du mal sowas von vergessen? Ich war gerade auf Naboo. Okay. Auf Kashyyyk können wir ja mal einen Abstecher machen, ne? Wenn wir dann Zeit haben. So, hier soll noch irgendwas sein, aber irgendwie sehe ich hier nichts. Ich nehme mal, hat was mit der Quest zu tun, ich weiß es nicht. Sind zwei. Ja, ich weiß nicht, ob die was mit dieser Quest zu tun haben. Na, er sagt ja auch, er gibt mir einen Stein, ne? Okay. So, was haben wir ja noch? Irgendwo ein Stein noch. Irgendwie sehe ich hier nichts mehr. Da ist noch eine Quest. Da oben, das können wir auch machen, genau. Ich meine, hier verbrauchte ich nein, ich will nicht starten, ich will mir das herstellen. So, da kriegen wir Sturmtruppler. Cool. Ernsthaft, hier durch kriegen wir einen Sturmtruppler. Gott. Oh mein Gott, das ist. Ja, genau so habe ich mir vorgestellt, wie das hier abläuft. Ja, und. Ja, nun. Ich sag beenden. Aktuelle Prüfung beenden. Erneut versuchen. Ich wüsste genau, dass das hier ein Problem sein wird, ey. Ich glaube gar nicht, dass ich hier Gleiter brauche. Sieht irgendwie nicht so aus. Oh mein Gott. Der tut halt immer. Der trifft halt noch nicht mal. Das ist so merkwürdig, ne? Ich kann das gar nicht erklären. What? Wo? Der ist nicht grün, oder? Doch, ist er. Wohin? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nochmal. Ich kann ja gar nicht erklären, wie merkwürdig das zu steuern ist, ne? Ich weiß manchmal nicht, ob der halt aktiviert oder nicht. Hey. Manchmal tut er voll lange dauern, dass der halt aktiviert, und dann denke ich mir so, oh, muss ich jetzt noch mal drücken, und dann deaktiviert er das. Oh mein Gott. Wie verfehlst du das? Ey, Leute. Man könnte meinen, so ein Jetpack würde eigentlich die Sache einfacher machen, ne? Aber oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, da trägt mich hier gerade so ein bisschen auf. Nein, ich habe das nicht geschafft. Boah. Ich habe nicht so weit geführt, Jetpack macht die Sache einfacher. Weg mit dem Teil. Ablegen, ablegen.
Ich habe nicht das Gefühl, dass die Sache einfacher macht. Ja, guck dich da an. Ich brauche das gar nicht. Man könnte eigentlich meinen, so ein Jetpack wird irgendwie halt Platforming ja voll einfacher machen, aber nee. Macht das voll arg wurde. Sieh das einer an. Mit der Krise, ja. Also, war tausendmal einfacher. Ja, wir haben einen normalen Sturmtoppler freigeschaltet. So, da sind eine Menge Häuser noch. Und diese Dinger, die betteln aber auch echt davon, irgendwie abgeschlachtet zu werden, ne, wenn die solche Geräusche von sich geben, ne? Ich habe mich noch nie so sehr aufgeregt über blöde Viecher wie hier in diesem Spiel. Das ist das Gespräch. So, irgendwie kriege ich hier aber nicht mehr. Dann gehen wir zu. Muss ich ja für extra nach draußen gehen? Wo sind wir gerade in? Wir sind gerade in Moss. Wo sind wir gerade? Moss Espa oder Moss Eisley? Moss Eisley. Dann gehen wir nach Moss Espa. Weil ich gehe nicht extra nach. Weil ich gehe jetzt nicht extra nach Dings, ey. Nach Nabu oder so, nach Kashyyyk, da mache ich dann irgendwie, weiß ich nicht. Mein Part irgendwie nochmal beginnen beim nächsten Mal. Irgendwie so. So, warte mal hier. Mein Sturmtruppler, ja. Steig ein. Wo müsst ihr hin? Noch fehlt auch noch eine. Nein. Nein, hab ich nicht. Einsatzbereit. Sehr cool. Ganz normal Sturmtrupper. Könnte meiner seine ersten Figur, die man freischaltet, ne? Aber ne. So, Ziel, Nebenauftrag. Ne. Folge einfach den Kreisen. Einfach den Kreisen folgen. Hier sind noch zwei Charaktere. Und ich sehe auch alle Dinger hier. Ich glaube, vier fehlen mir aber. Das einen sehe ich gerade nicht. Kann ja irgendwo in den Häusern sein, ne? Weiß ich nicht. So, genau hier. Da stand ich schon ein paar Mal vor. Aber ich bin mir nicht sicher, was ich hier machen muss. Da ist ein Kabel. Das muss irgendwo dahin. Da. So, brauche ich wieder einmal hier ihn ja. Oh Gott, Ray ist doch eine. Ray ist doch eine Schrottsammlerin, ne? Ich hoffe, das Spiel verlangt jetzt nicht irgendwie einige Gleit. Einige Gleitaktionen hier mit ihr. Okay, das ist sehr. Blöde positioniert hier gerade. Okay. Muss schon sagen, wie soll ich denn das erreichen? Okay.
Okay, hier muss ich gleiten. Das gefällt mir jetzt schon nicht. Schon wieder viel zu viel Raum hier, dass alles schief geht. Mach ich doch keinen Gleiter, hätte ich einfach rüberspringen können. Hätte ich auch voll mit einem Doppelsprung geschafft. So. Schutzsatz zum Flachdach. Okay. Ja, ich hätte vielleicht mal da hingehen sollen, aber ist ja egal. Wow. Habe ich ja den Tod. Habe ich den Todesstern hier mal platziert? Okay, das ist cool. Da man das hier vom Planeten aus sehen kann. Das ist ziemlich cool gemacht. Aber ja, ich soll vielleicht den Todesstern irgendwo anders platzieren, ne? Bei Endor, ja. Bei Endor war der zweite und der andere war bei Yavin, ne? Der erste. Jetzt bin ich schon wieder den Ding gefolgt. Aber das ist ein cooles Detail, den Todesstern hier so vom Planeten aus sehen zu können. Hier, genau. Hüp, 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 ab, 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 ab. Oh Gott, ich muss dahin gleiten, ne? Ich muss erst ein Netz hinpacken und dann dahin gleiten, ne? Okay. Boah, da muss ich das. Muss ja alle Waffen mal benutzen. Mit dem Ding. Okay. Ah, Maustroide. Sind Maustroiden auf der Karte. Wo ist er? Schatzturm. Wo bist du? Du bist ich höre dich, ich sehe dich, ich rieche dich. Da oben. Was ist das? Ich merke gerade, habe ich irgendwie so Extras gerade aktiviert wieder. Ich bin nämlich Schiff verbessern. Ich habe ich was wieder abgestellt. Ja, schon leicht alles hochleveln komplett. Ich würde mal deaktivieren, wenn ich jetzt hier mache, weil das macht das Spiel ein bisschen zu einfach, ne? Aber ich bin, glaube ich, durch jede Level ja durchgegangen. Ich habe, glaube ich, bis auf die eine Level mit General Grievous habe ich jetzt in jeder Level alles freigeschaltet. Weil die eine, das ist irgendwie so eine Herausforderung bei General Grievous, wo ich, jetzt gehe ich da schon wieder hin. Wo ich soll irgendwie, Haufen Druiden erledigen, so Magna-Wachen, Kampfdruiden, Superkampfdruiden und so, ohne zu sterben, aber das ist ein bisschen schwierig. Deswegen komme ich dann nochmal zurück, wenn ich irgendwie alle Upgrades habe, irgendwie. Und versuche das dann nochmal. Ja. Im Moment ist das ein bisschen tough. Ich meine, ich hatte das eigentlich erledigt, ohne zu sterben, aber irgendwie scheint er nicht so zu zählen, habe ich so gefühlt. Ich kann eine bestimmte Anzahl von den Dingern dahin packen. Ne? Mach mal den. Ja. Boom. Schon wieder ein Stein im Netz. Sehr cool. So, jetzt fehlt mir noch ein Stein hier und zwei Charaktere. Charakter sehe ich ja schon.
Wo ist der letzte Stein? Kann sein, dass der irgendwo hier in den Häusern immer drin ist, ne? Ich wünsche, das Spiel wird mir halt auch so anzeigen, ne? Dass ich da irgendwie reingehen muss, damit ich hier nicht mal abchecken muss. Scheint aber nirgendwo hier zu sein. Also nehme ich mal an, ich kriege den durch eine Quest. Na gut, weiter. Wenn wir am Ende des Parts irgendwie so ein paar... Machen wir da gerade ein rotes Ding auf der Karte. Mausdruide. Also nicht. Also solange wir hier ein, zwei Planeten hier so pro Part jetzt komplett abschließen, ist eigentlich kein Problem, ne? Ach, der sagt mir einfach nur, die Sprechblase ist ein tiefer. So. Wo du? Dieser lausige Betrüger Sebulba. Jedes Mal, wenn wir Rennen fahren, findet er einen Weg, meinen Portrainer kaputt zu machen. Haben wir den überhaupt als Charakter, Sebulba? Er fällt immer wieder auseinander. Ich brauche robusteres Material. Etwas wie diese super harten Knochen, die sie auf Utapau haben. Okay. Müssen eine Menge Planeten hier besuchen anscheinend. Ihr würdet losziehen und mir ein paar Knochen holen? Wirklich? Das ist fast schon verdächtig nett von euch. Utapau ist ein Planet im Outer Rim. Eigentlich nicht weit weg von hier. In Pau City solltet ihr ein paar dieser wunderbaren Knochen bekommen können. Bringt mir eine fette Ladung davon, okay? Also warte, wie erstmal mal da hingehen. Ja? Um die Quest zu erledigen, ne? Ja. Die anderen, da brauche ich mehr Sachen für. Okay, dann raus hier. Haben wir noch nicht alles hier erledigt, aber kommt noch. Ja, bei Kashyyyk ist auch noch was. Ich glaube, bei Utapau hat mir noch relativ viel gefehlt, ne? 7 Stück, aber da fehlen mir nur Steine, okay. Das kann man doch machen. Und da, ich bin mir ziemlich sicher, da waren viele Sachen, die ich nur mit einem Schrottsammler erreichen konnte. Also wenn wir Glück haben, kriegen wir alle Steine in Utapau. Dann haben wir noch einen Planeten abgeschlossen. Und das ist doch auch nicht schlecht, ne? Ui, 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 wa, wa, wa. Ich liebe diese Memes. Von, keine Ahnung, wo du irgendwie so Charaktere hast, so Videospielcharaktere. Keine Ahnung, Wario hat einen Autounfall. Und alles, was man hört, ist einfach nur so, oh my gosh. Wow. Und dann hört man einfach nur so Autounfallgeräusche. Ihr wollt unsere kostbaren Knochen? Bedient euch. Aber nehmt bitte nichts als. Diese gleichen Memes gibt es auch von Goofy. Euch keine Freunde hier. Wenn ihr tragende Säulen entfernt. Der hat irgendwie so ein Auto, so ein Lied in so einem Autoradio an. Hört man einfach so bum, 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 bum. Und dann mitten auf dem Licht, aus dem Nichts auf einmal so wow. Puff. Hört man so Autounfallgeräusche und dann auf einmal so wow. Puff. Und dann ist halt einfach nur Stille. Ich finde das voll lustig. So, oh, Knochen. Knochen. Ich meine, das ist voll dunkel, aber ich finde das voll witzig. Ich muss mal eingeben, so Wario hat einen Autounfall, Wario hat ein Car Crash oder irgendwie sowas. Oh my gosh. Wow. Okay, finden wir die Sachen alle hier, das wäre nämlich ziemlich gut. Oh, lila. Ich brauche diese ganzen Punkte. Zwar ein Witz, ich brauche die nicht, aber ich möchte sie haben. Oh Gott. Ah! Ich weiß nicht, mit welchem Charakter das war. Aber ich bin mal irgendwann mit einem Charakter irgendwo. Habe ich den eingesammelt? Doch, nö. Mal ein bisschen das rote Ding dann weg. Ich bin mal mit irgendeinem, ich glaube, ich bin mal mit R2D2 oder so runtergefallen und der hat auch irgendwie so ein Geräusch gemacht, so wow. Mein Lieblingsscheiß natürlich immer noch der von Yoda. Wenn der steht, ah. Das ist ein Klassiker.
So, boom. Wir haben alle Dinger, ne? Nee. Ich will erstmal hier abschließen. Ich sehe alle Dinger hier, das heißt, ich werde sie auch alle erreichen können. Soweit die Theorie jedenfalls, ne? Und wenn wir ja fertig sind, dann kann man ja noch mal zurückkehren am Ende des Parts. Ja, am Anfang vom nächsten Part warte ich dann wahrscheinlich auf Nabu, wo wir dann diese einen Klamotten sammeln können hier für die andere Quest, diese Blumen. Und da kann man ja einen Abstecher nach Kashyyyk machen, ne? Also tun wir alles so miteinander so ein bisschen verbinden, ne? So. Muss man Schrottsammler. Hallo? Warum habe ich zweimal den Typen jetzt hier? Ich hätte doch den Dings aktiviert. Mein Gott. Lass mal jemand anderen als Schrottsammler nehmen. Problem ist, ich kenne die meisten Leute hier gar nicht. Die Waffenmeisterin, wer ist das? Ich weiß, die ist irgendwie, ich glaube, die ist entweder aus Clone Wars oder Mandalorian. Ich glaube, die ist aus Mandalorian, ne? Habt ihr schon mal gesehen irgendwo? Nein, das war falsche. So. So. Nimm den Gleiter. Habe ich den Gleiter? Nee. So. Was ist denn das hier? Ohne Höhle. Oder dir nach Nama. Okay, Waffenmeisterin, ne? Spielen. Tut ja auch nichts anderes machen, als mit dem Hammer hier auf irgendwas einzuhauen. So wie alle Schmiede in Genshin Impact. Das ist deren einzige Animation. Die stehen die ganze Zeit an der Schmiede und hämmern. Ununterbrochen, ohne Pause. Und dann ablegen. Ich will den Gleiter nicht. So, da komme ich nicht hin. Ich glaube nicht, dass ich so weit gleiten kann. Also, wie komme ich da hin? Ja, das wäre halt irgendwie von da oben. Was ist das? Was ist das da oben? Ist irgendwas zum Abschießen, habe ich gesehen. Ne, das ist jemand. Das sah aus wie so ein... Oh, da. Ja, warte mal, bin ich eigentlich schon hingegangen? Ja, warte, glaube ich schon mal versucht, wenn ich mich irre. Egal, gehen wir die anderen Sachen schon mal einsammeln. Nein. Aber hier war auch irgendwas, ne? Ja. Boom. Boom. I want you in my room. Boom, Netz drüber. So, Gott, hier war das doch so furchtbar hier mit dem. Mit den da hochklettern und so, ne? Vielleicht sollte ich mir offscreen irgendwie mal vornehmen, hier diese. Die ganzen Großkampfschiffe mal irgendwo so über die Planeten hier zu platzieren, ne? Einfach nur so, weiß nicht. Warte mal, kann ich bei ihm die Mission abgeben? Ne. Ich dachte, der Typ, der mich ja gerade begrüßt hat, bei dem kann ich die Mission abgeben. Das wäre natürlich perfekt gewesen. Jetzt bin ich schon wieder hier. Boah. Komm ich denn da hoch, Mann? Ich wusste da war schon wieder nicht. Wo bist denn du jetzt schon wieder? Boah. Komm mal doch gefaced hinterher. Ich tue mal zu den Hinwechseln. Hier sind wieder am Hintern der Welt, ey. So.
Oh, hey. Oh, du hast mich gefunden. Guter Bau ist ein faszinierender Planet. Diese Stadt wurde aus Knochen gebaut. Das nenne ich Effizienz zu recyceln. Vielleicht werde ich ja eines Tages das örtliche Postamt sein. Okay, cool. Ja, im Moment mal. Stand da gerade 3 von 4? Nee. Schon sagen, ich habe da gerade alle Knochen eingesammelt. So. So, was? Er war doch gerade so ein. War hier gar nicht irgendwas zum Hochklettern? Na, geh da dran. Sehr gut. Zum. Geh da gefälligst dran. Warum kann ich mich denn da dran ziehen, wenn. Alter, warum kann ich mich da dran ziehen, wenn da. Wenn da nichts bringt? Alter! Was ist mit diesem Spiel los, ey? Boah! Das Spiel ist so wonky manchmal, ey. Boah, lass mich da hoch, ey. Ich habe keinen Bock, wieder den ganzen Weg hier rumzurennen. Meine Güte, ey. Spiel nimmt mich ja manchmal echt auf den Arm. Ja, diese blöden Dinger, die du nicht abstellen kannst, diese gelben Punkte. Alter, was zum? Lass mich da gefälligst hoch. Hey, ich schwöre, wenn ich da schon wieder runterfalle. Ne? Vor allem, ich bin da hochgeklettert und ich bin schon wieder runtergefallen. Das gibt's nicht. Also ich muss mit dir reden, Fünfstein. Diese Tür ist faszinierend, findet ihr nicht? Es scheinen Teile zu fehlen. Aber nicht, als wären sie einfach kaputt, sondern vielmehr absichtlich entfernt und versteckt worden. Und wenn ich recht habe, sollte die Inschrift auf der Tür verraten, wo die Teile sind. Wenn ich sie. Kann ich das Ding nicht einfach aufspringen? Vielleicht könnt ihr mir dabei helfen. Grandios! Ich habe die Inschrift bereits übersetzt und in dieses Ding. Ich hätte nicht einfach aufspringen, das sieht aus wie so ein Schrott zum Ladingen. Ich würde es euch gerne ansehen. Ich bin gespannt, was ihr herausfindet. Ich glaube, da wird nichts mehr mit Utapau heute. In diesem Part. Echo des Frosts, Arena des Krieges, Dorf der Wipfel, Sumpf der Einsiedler. Hier muss ich schon wieder. Also jetzt halt auf der. Okay. Das wird, glaube ich, ein bisschen länger dauern. Jetzt wieder so eine Quest, die irgendwie überall ist. Ne? Der alte Puzzle hat euch also zur Lösung dieses alten Rätsels angespannt. Was? Selbstverständlich könnte ich euch die Antwort einfach verraten. Ich lasse nämlich gerne spielen. Und zwar mit Steinchen. Die Leute, die ihr euch ansehen sollt, sind. Ja, okay. Ich dachte, du sagst mir jetzt direkt die Lösung, so wie ich die Quest hier beenden kann, aber. Ja. Hätte ich auch selber herausfinden können, ne? Arena und so was alles. So, was ist hier? Na, wie komme ich da oben hin? Da sind so Dinger zum. Geht doch nach unten. Wie soll ich denn da hinkommen? Ah. Er geht ja nach unten. Ne? Ich kann mich ja nicht da hochseilen. Wie komme ich da hin? Mein Gleiter geht nicht so weit, ne? Hm. Ich da dran. Da komme ich nie im Leben lang dran, ne? Ich komme da dran. Ich habe nicht das Gefühl, das war die offizielle Lösung, aber okay.
Das Gefühl, hätte ich mehr machen müssen. Ja, dann holen wir uns das Ding auch noch, ne? Boom. Also hier hätte man einkommen können. Na, wie sieht's hier aus? Zwei kriegen wir von den einen Typen. Das heißt, einen muss ich noch. Einer fehlt mir ja noch irgendwo. Wo ist das? Ich weiß es nicht. Oh Mann. Ich weiß nicht, wo. Hier sind noch zwei, ne? Das ist ja der eine Typ, ne? Anderes sehe ich hier gerade nicht. Na gut. Was soll's, ne? So, jetzt habe ich hier überall Quests, ne? Wir gehen nach Tatooine, ne? Der sagt mir jetzt hier von dieser einen Quest. Ja gut, der sagt mir jetzt hier wieder nicht. Die Karte anzeigen, bitte. Karte anzeigen. Wer tut mir nicht die Karte anzeigen? Karte anzeigen. wo ist die Quest? Da war Mos Eisley. Ich bin schon wieder ganz hier. Mos Espa. Hier war das, ne? Oh mein Gott, ich weiß es nicht. Zeig mir doch, dass die Quest da ist, Mann. Okay, wir müssen zu einigen Planeten an hier rumrennen, ne? Anscheinend, ne? Um noch alles zu erledigen. Ich bezweifle, dass wir alle Planeten hier abschließen können. Ich muss wahrscheinlich erstmal eine Story so ein bisschen weitermachen, ne? Dann los, dann steigt doch ein, ja. Oh, ich will den Todesstern da entfernen, das sieht ein bisschen bedrohlich aus über Tatooine. So. Ist das überhaupt der richtige Ort? Da waren mir meine Aufträge ja nicht alle angezeigt, Mann. Jetzt muss ich ja wieder hier den Auftrag suchen, ne? Also wenn ihr jemals wieder ein neues Lego Star Wars Spiel machen, ne, dann müssen die auf jeden Fall den Typen feiern oder die Typen, die hat Menü hier programmiert hat, weil das geht so nicht. Das schlimmste Menü, was ich je gespielt habe in irgendeinem Spiel. Person, die hat programmiert hat, Gott gefeuert. Also jetzt ganz ehrlich, Mann, ey, das geht so nicht. Das ist perfekt. Gegen einen so stabilen Portrenner aus Knochen kann Sebulba einpacken. Jetzt muss ich mir nur noch einen passenden Namen für meinen neuen Knochenportrenner überlegen. Knochenbrecher. Danke jedenfalls für die Hilfe. Ich glaube, sie nannten ihn Knochenkotzer. Das ist nicht gut. Rasende Rippe. Vielleicht. So, ihr Gerippten, die Party ist jetzt. Die Kinderstunde ist jetzt vorbei. Mavoik. Na, ist er nicht der in den orangen Podracer? Ne, da ist der Bulba, ne? Ist der Bulba, aber der im orangen, ne? Ich weiß es nicht. Ein Stein und ein Charakter. Geht's aus, wir waren mal 55%. Wir sind immer noch bei 55%. Gott. Verdammt. trotzdem den Hammer einsetzen, also bringst du dann hier Kreis zu drücken, um wieder rauszuholen. Okay, cool, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir uns dann auf und kümmern uns hier um diese eine Quest, wo wir in Naboo einige Pflanzen sammeln müssen, ne? War nicht auf Tatooine, Mos Eisley, so McClunky für die Legenden.
Guido, gemischtes Gemüse. Das heißt, ich sehe euch dann beim nächsten Mal auf Naboo. Und wenn wir auf Naboo die Pflanzen eingesammelt haben, dann machen wir einen Abstecher nach Kashyyyk, tun da mal alles erkunden, ne? Und ja, dann sage ich, machen wir mit der Quest weiter, ne? So, ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr interessiert, lasst doch bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.